Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert und das natürlich mit Herz. Und mit Herz dabei? Micha, der Kameramann. Ganz genau. Und das ist hier heute unsere neue Tischdeko. Die kommt definitiv bei uns ins Esszimmer. Wir haben hier draußen schon relativ viel. Und im Esszimmer, das Brett ist weg, das ist hochkant, da geht das Licht immer an und da brauchte ich jetzt was. Kann man immer wieder neu auffüllen mit frischen Blumen und es kann wunderbar eintrocknen und hält ganz lange, ihr Lieben. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Tischdeko funktioniert, bleibt dran, weil die zeigen wir euch jetzt. Und das sind die Sachen, die wir heute brauchen für unsere Tischdeko. Und Micha zeigt euch das mal hier unten. Haben wir hier ein paar gesammelte Werke, geschnittene Werke aus dem Garten. Da haben wir einmal den Farn, dann haben wir das Efeu. Ich habe ein bisschen Salbei geschnitten, genauso wie Rosmarin. Und hier die Schafgarbe, die haben wir vorne im Vorgarten. Sowie ein paar Blüten noch von unserem Hortensien, ja Strauchbaum, von unserer Hortensie, Entschuldigung. Dann habe ich hier auch eine Echtwachskerze, ein Glasgefäß und ein zweites Glasgefäß. Ihr könnt natürlich jedes Gefäß nehmen, was ihr habt. Ich mache hier wieder zwei in eins, ein bisschen Licht, mit frischen, schönen Pflanzen. Und ich würde sagen, es geht los. Was ich wunderschön finde, ist der Farn. Und den Farn, den habe ich mir hier bei der Kräuterspirale einmal abgeschnitten. Die sind relativ lang, das ist natürlich optimal. Und den lege ich mir jetzt hier einfach in mein Glasgefäß hinein. Ihr könnt den auch mit in den Kranz einbinden, aber ich finde das jetzt hier nochmal, gut, das ist jetzt nicht ganz so schön. Ich gucke mir jetzt nochmal so ein schöneres aus und die lege ich mir jetzt auch nochmal hier, das ist auch so ein bisschen heller, auch nochmal hier mit in den Rand hinein. Und dann fange ich auch schon an, damit das hier nicht ganz trocken wird, das andere Gefäß hier reinzustellen und werde hier jetzt schon mal das Wasser in das große Gefäß reinmachen für unsere Pflanzen. Und ich denke, so reicht das auch, es ist optimal. Das heißt, wir haben hier unten schon mal ein bisschen Grün, was auch relativ lange grün bleibt. Und ich möchte, dass das Grün sich hier oben widerspiegelt. Deswegen nehme ich jetzt hier meinen anderen Farn und werde den hier einfach mit dem Wickeldraht verzwirbeln und mache mir jetzt einen Kranz. Ich lege mir das jetzt hier einfach mal so ran, damit ich ungefähr weiß, wie groß er sein muss oder kann. Und lege mir jetzt hier das andere Stück hier mit gegen, fixiere mir das, lege mir das einmal rum, um ungefähr zu gucken, den Durchmesser. Dann habe ich ja hier noch den anderen, den lege ich mir jetzt auch noch mal hier an. Lass den Draht dran, gehe hier einmal nur rüber. Und verbinde mir alles schön. Und dann kann man schon gucken, indem man das anlegt, wie groß der Durchmesser ist. Drehe mir das einmal eben hier so rum. Ich finde das jetzt auch sehr schön, wenn nachher der Abschluss hier vorne so ist. Das heißt, dass es einfach ein bisschen über den Tisch hier auch rüber geht. Deswegen mache ich mir jetzt einfach mal, ich muss noch mal eben ein bisschen drücken, das in Form drücken. Und werde mir die hier vorne jetzt gleich so miteinander fixieren. Ich gehe jetzt hier nochmal mit dem Draht bis nach unten hin runter. Gehe mit dem Draht ein bisschen hin und her, auch über Kreuz und fixiere mir die Enden. So, jetzt drücke ich mir das nochmal und ich denke, der Durchmesser ist optimal, damit das hier oben nachher auf dem Gefäß drauf liegen kann. Und jetzt habe ich ja meine anderen Sachen, die ich sehr, sehr gerne hier mit rein haben möchte. Und ich habe hier einfach mal so, wir haben unheimlich viel Efeu im Garten, mir die einmal nur abgeschnitten. Ich lasse den Draht hier dran. Ich mache hier einfach mal eben ein bisschen Platz, damit man das besser sehen kann. Und werde mir jetzt hier meine Efeuranken, weil das finde ich jetzt auch schön, wenn die hier unten genauso wie der Farn einfach über den Tisch rüberlappen. Einfach hier jetzt ein paar Mal herumgehen, hier durchgehen,
mit den Farnen miteinander verzwirbeln. Und auch das große, unheimlich große Blätter hier am Ende, das lege ich mir jetzt einfach auch noch mal so hinein, verzwirbel mir das miteinander. Diese großen Teile kann man nachher auch wunderbar abschneiden. Ich habe jetzt 4 Efeuranken, habe ich jetzt hier miteinander verzwirbelt, einfach herumgelegt. Bei dem anderen habe ich gerade die großen Blätter abgeschnitten. Auch bei diesem werde ich das gleich machen, denke ich. Das ist mir jetzt ein bisschen zu groß. Und jetzt gehe ich, habe ja hier meinen Wickeldraht unten noch. Und jetzt würde ich tatsächlich anfangen, meine anderen Sachen anzulegen. Was ich unheimlich schön finde und was hier super reinpasst, ist natürlich die Schafgabel. Die würde ich hier jetzt auch schon mal einfach hinein oder an den Kranz ranlegen, mit dem Wickeldraht jetzt hier rumgehen und nochmal hier komplett alles verschönern. Ich schneide mir auch noch ein bisschen Rosmarin in Stücken. Auch die können jetzt hier wunderbar mit rein. Ganz locker gehe ich jetzt hier wirklich nur mit dem Draht herum. Ein bisschen Salbei. Maybe we should hurry up and seal the deal. Bin ich einmal rum und ihr könnt ihn immer wieder so ein bisschen in Form drücken, dann werdet ihr merken, dann geht das auch wirklich super, dass man ja die Form auch so hinbekommt, wie man sie gerne hätte, gerade jetzt hier so bei dem runden Gefäß oder wenn ihr doch eher ein ovales Gefäß habt, kann man da wirklich ganz gut mit dem Draht und ja mit dem Nachbinden ganz gut nochmal spielen. Auch hier unten könnt ihr das nochmal verstärken, indem ihr immer wieder nochmal rumgeht, drückt es nochmal in Form und ich finde, so passt das wirklich optimal. Und ich lege ihn mir hier rauf und ich finde das wirklich wunderschön. Besonders von oben, wenn man hier jetzt nochmal den Farn hier im Inneren hat, außen jetzt nochmal das Grüne. Ihr könntet auch hier, ich mache gleich mal den Draht hier ab, zeige euch das mal eben, das, was ich jetzt hier so ein bisschen nach außen springen lassen habe, könnte man auch auf der anderen Seite machen. Aber so passt das hier wirklich ganz gut. Und ich gucke jetzt einfach mal, ihr könntet hier jetzt auch Sand reinmachen oder Muscheln. Ich glaube, ich habe weiße Muscheln, die würde ich auch gleich nochmal eben dazu. Und hier einfach eine Kerze oder eine Lichterkette oder eine LED-Kerze. Alles, was man hat, kann man da wunderbar mit reinpacken. Dann habe ich hier meine Hortensie. Die werde ich jetzt relativ kurz schneiden. Guckt doch mal, vielleicht habt ihr auch noch so kleine Blüten von der Sommerwiese. Und die würde ich mir einfach jetzt hier innen drin nochmal dazusetzen. Die kann man immer wunderbar austauschen. Und das sieht auch von der Farbe noch sehr sommerlich aus und sehr fröhlich. Und das mache ich mir hier nochmal eben mit rein. Und hier, wir haben etwas Besuch bekommen. Zack. Und der Grashüpfer ist weggesprungen. Ich weiß, das letzte Mal fand ich total lieb von euch mit dem Kartoffelkäfer. Kannte ich vorher so nicht. Sorry, das macht eben das so aus, dass ich ganz viel mit euch lerne oder von euch lerne. Das ist natürlich fantastisch. Wer hat schon so ein Glück? Die weißen Muscheln, die passen jetzt echt optimal, finde ich, gerade hier mit der Schafgabel. Ist jetzt nochmal ja, ein ganz tolles Deko-Element. Guckt gerne mal im Online-Shop. Hier unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Hof Oelkers, beziehungsweise zu unserer Webseite und von dort zu Hof Oelkers. 20% den ganzen August. Also das ist schon ja, eine tolle Sache und lohnt sich auf alle Fälle. Muscheln gibt es dort auch und ja, Schneckenhäuschen. Und die packe ich mir jetzt hier einfach nochmal eben als Deko dazu. Und auch nochmal so eine kleine Ranke. So diese Efeuranke, finde ich, passt jetzt auch nochmal wunderbar mit dazu. So, ich habe das mal gedreht. Noch ein bisschen Wasser. Das kann wirklich noch ein bisschen nach oben kommen. Auch für die Blüten. Und fertig sind wir. Ruckzuck, unsere neue Tischdeko, die kommt nämlich ins Esszimmer. Haben wir jetzt fertig mit ein paar Naturmaterialien. Die kann man wirklich, oder alle Naturmaterialien, die man zu Hause hat oder findet, kann man hier wunderbar verwenden.
Was man auch machen kann, man kann wunderbar mit einem dicken Draht eine Gerbera ja fixieren. Das kann ich nächstes Mal euch zeigen. Und dann kann die auch richtig schön nach oben gucken. Das heißt, man hat auch noch Höhe von der Blume her, von der Floristik. Also man hat da ganz viele Möglichkeiten, ihr Lieben. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch heute inspirieren konnten. Dann freuen wir uns natürlich sehr über den Daumen nach oben. Und ja, kurze, knackige Videos gibt's jetzt noch im Sommer, bis es zum Herbst geht. Und bleibt ganz doll gesund, fühlt euch umarmt, eure Conny und euer Micha, euer Kameramann. Ganz genau, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Take you there.